Und wir wollen in dieser Woche zwischen den Jahren mit Verantwortlichen aller im Bundestag vertretenen Parteien sprechen, über Corona natürlich, aber nicht nur. Ein politischer Jahresrück- und Ausblick soll es sein. Und dazu ist mir jetzt der Parteichef und Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag zugeschaltet, Tino Chrupalla. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Herr Chrupalla, vor einem Jahr hat in Deutschland die Impfkampagne begonnen. Inzwischen sind gut 70% der Bevölkerung nach derzeitiger Definition vollständig geimpft. Eine erfolgreiche Bilanz in Ihren Augen? Nun gut, für diejenigen, die sich impfen lassen wollten, ist das eine sehr gute Bilanz, sicherlich. Allerdings müssen wir natürlich sehen, wenn wir uns die aktuelle Situation in Deutschland anschauen, dass wir leider keinen Schritt weiter sind. Wir reden aktuell wieder von einem Lockdown, der vielleicht bevorsteht, Shutdown, Schulschließung. Also im Prinzip haben wir uns in dieser Weise, was Grund- und Freiheitsrechte angeht, nicht weiterentwickelt. Eine der Maßnahmen der neuen Bundesregierung dagegen ist ja möglicherweise die allgemeine Impfpflicht, die im Januar im Bundestag auf die Tagesordnung kommen soll. Warum ist die AfD dagegen? Ja, dazu muss man sich nur das Grundgesetz anschauen, und das ist eine klar grundgesetzwidrige Handlung, dass man hier eine Impfpflicht einführen will, gerade mit Impfstoffen, wo man wirklich die Wirksamkeit in Frage stellen muss. Wir sehen es aktuell, es reicht mittlerweile eine Drittimpfung nicht aus, um sich komplett zu schützen. Also auch das sind mittlerweile die Dinge, die wir erlebt haben. Hier wurden auch Versprechungen gemacht von Medizin, aber auch von Politikern, die nicht eingehalten wurden. Herr Chrupalla, wenn ich Sie an dieser Stelle unterbrechen muss, denn was die Wirksamkeit der Impfung angeht, dazu lesen wir eindeutig andere Sachen. Nur ein Drittel der Corona-Patienten auf Intensivstationen sind Geimpfte, obwohl sie ja, haben wir gerade in dem Zahlenüberblick gesehen, 3/4 der Bevölkerung ausmachen. Also Ungeimpfte sind da ganz klar im Nachteil. Das ist doch ein Beleg für die Wirksamkeit der Impfung. Okay, das heißt, ich verstehe Sie richtig, dass Sie momentan noch keinen Datenstand haben, wie viele der momentan auf den Intensivstationen liegenden tatsächlich geimpft bzw. ungeimpft sind. Sie haben das richtig, Wort korrekt. Gucken wir uns die gesamten Hospitalisierungszahlen an, und dann haben wir durchaus einen Wert von 50-50. 50% Geimpfte auf den Stationen genauso wie Ungeimpfte. Das RKI also das sagt auch dazu, nennt andere Zahlen. Am 23.12. lesen ich gehe von den Zahlen aus, die die Krankenhäuser uns melden. Ich kann in meinen Wahlkreis nachschauen, und da sind über 60% sogar Ungeimpfter. Geimpfter auf den Stationen, also auch das muss man, diese Zahlen muss man nehmen. Und warum zum Beispiel wie in Bayern oder Sachsen, warum fängt man an, auch solche Statistiken nicht konkret abzufragen oder sogar Zahlen zu fälschen, wie wir es erlebt haben, unter anderem ja auch in Hamburg. Warum macht man das? Also diese Unsicherheit in der Bevölkerung wird ja von der Politik teilweise mitgestreut. Und das muss man einfach auch akzeptieren, dass Menschen Vorbehalte haben, was die Impfung angeht. Trotzdem ist auch offenkundig, dass die Freiwilligkeit bislang nicht ausreicht, um die Impflücke bis zur Beherrschung des Pandemieverlaufs zu schließen. Das Ganze ist ja tatsächlich ein Wettlauf gegen die Zeit. Sind Sie denn nicht trotzdem auch der Meinung, dass mehr geimpft werden muss, gerade um Maßnahmen wie dem Lockdown zu entgehen? Ja, wir haben es doch gesehen. Wir haben jetzt eine Impfquote von 75%, und trotzdem sind wir keinen Schritt weiter. Ich habe es ja eingangs gesagt. Also sehen Sie doch, dass in vielen Dingen Weil wir ja mehr brauchen, Herr Chrupalla. Nein, wer sagt Ihnen, dass das bei 100% besser sei? Die Wissenschaftler gehen davon aus. Die Wissenschaftler, es gibt auch Wissenschaftler und Ärzte, die genau das Gegenteil sagen. Selbst ein Herr Kokele sagt, dass eine Impfpflicht nicht verfassungsgemäß ist und dass die an der Pandemiebewältigung überhaupt nichts rütteln würde. Also von daher sagen wir ganz klar grundsätzlich Freiwilligkeit. Und das ist genau das, was im Übrigen alle Parteien vor der Bundestagswahl auch versprochen haben den Bürgern, dass es hier zu keiner Impfpflicht gehen würde. Also auch dieser Wortbruch, einmalig in der bundesdeutschen Geschichte in dieser Art, dass ein Wortbruch so begangen würde. Und daran halten wir fest, und deswegen halten wir das für grundgesetzwidrig und werden uns auch mit juristischen Schritten dagegen wehren. Gut, das ist dann natürlich Sache der Gerichte, das letztendlich zu beurteilen. Aber Herr Chrupalla, ich möchte an dieser Stelle natürlich mit Ihnen auch noch auf das politische Jahr 2022 blicken und die anstehenden Landtagswahlen. Es sind 4 Stück: NRW, Saarland, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Dort wird auch gewählt. Bei der Bundestagswahl hat die AfD ja klar an Stimmen verloren. Auf welche Themen wollen Sie im kommenden Jahr setzen? Nun, wir erleben es ja aktuell, gerade was die Pandemiebewältigung angeht, dass hier Grund- und Freiheitsrechte, das Demonstrationsrecht wurde ja in vielen Teilen ausgesetzt, dass das, denke ich, wichtige Dinge sind, die auch bei den Landtagswahlen eine wichtige Rolle spielen. Wir wollen natürlich auch den Mittelstand stärken. Auf die Inflation, die ein riesiges wirtschaftliches Problem darstellt, wollen wir eingehen. Und auch hier müssen Lösungen her, dass die Bürger sich wieder frei entfalten können, dass auch hier die Grundsätzlichkeiten in vielen Politikfeldern gegeben werden. Und wir sehen in vielen Ländern, dass diese Übergriffigkeit vom Staat, auch was Meinungsfreiheit angeht, wichtig ist, dass wir diese Themen setzen. Und es ist wichtig, dass es eine starke Opposition gibt. Und das wird mit der AfD auch geschehen. Politik besteht ja darin, nicht nur gegen Sachen zu sein, die andere machen, sondern eben selber mitzugestalten, auch in der Opposition. Ich möchte es gerne mal konkret mit Ihnen machen. Die Ampelkoalition hat unter anderem 12 Euro Mindestlohn angekündigt. Stimmen Sie dem zu oder nicht?
Das ist eine Angelegenheit der Tarife, der Tarifautonomie, also auch der Gewerkschaften. Das muss mit den Gewerkschaften, aber auch mit den Arbeitgebern verhandelt werden. Und das sollte auch weiterhin in diesen Bereichen auch dort bleiben. Und das ist nicht eine Entscheidung allein der Politik. Sagt der Co-Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Tino Chrupalla. Bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Die Pandemie bietet ein seltenes, aber enges Zeitfenster, um unsere Welt zu reflektieren, neu zu definieren und neu zu starten. Viele von uns fragen sich, wann wir wieder zur Normalität zurückkehren. Die kurze Antwort ist, nie. Nichts wird je wieder zu dem kaputten Gefühl von Normalität zurückkehren, das vor der Krise geherrscht hat, weil die Coronavirus-Pandemie einen fundamentalen Wendepunkt in unserer globalen Entwicklung markiert. Manche Analysten nennen es eine Weggabelung, andere eine Krise biblischen Ausmaßes, aber im Kern läuft es darauf hinaus, dass es die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten von 2020 kannten, nicht mehr gibt. Sie hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst. Klaus Schwab, Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, in seinem Buch Covid-19. Der große Umbruch, 2020.